Ja, guten Tag, guten Abend, guten Morgen, da sind wir wieder. Valomat, habt ihr Lust? Habt ihr das letzte Video gut überstanden? Mir ist aufgefallen, ich habe danach dann doch noch ein bisschen was weitergemacht. Mir ist aufgefallen, wir haben ein paar Thesen falsch geklickt. Warum hat denn keiner dazwischen geredet? Ach Quatsch. Also gut, ja, ich habe da manche Fragen scheinbar falsch geklickt. Ich habe das gesehen, weil ich habe dann so eine Übersicht gesehen, da wollte ich mir noch schnell abschreiben, was ist. Und irgendwann hatte ich so zufällig angefangen, manche Thesen mir nochmal durchzulesen aus Interesse und nicht nur ja, nein, vielleicht aufzuschreiben. Und da ist mir aufgefallen, manche Thesen habe ich falsch beantwortet. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen drauf achten. Wir werden das jetzt ganz schnell machen. Die Antworten stehen ja fest. Aber ich glaube, waren nur zwei Thesen, die ich falsch beantwortet habe. Ich habe es mir jetzt auch nicht aufgeschrieben. Ich sehe hier gerade, die zweite Frage habe ich korrigiert, weil ich es durchgestrichen habe. EU-Steuern. Die EU soll eigene Steuern erheben dürfen. Ah, da war ich ja im Prinzip neutral, aber ich hatte im Video gesagt, stimme nicht zu. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sollen auch nach 2035 in der EU neu zugelassen werden können. Ich glaube, ich habe relativ deutlich Nein dazu gesagt, aber ich habe dann doch Ja angeklickt, warum auch immer. Also für alle, die jetzt zum ersten Mal reinschauen, wir werden gucken, wie lange wir gleich durchkommen. Ich weiß auch nicht, also wie lange es dauern wird oder wie viel wir heute noch schaffen. Ich habe zwei verschiedene Ideen, was wir machen. Am allerliebsten würde ich gucken, ob ich nicht alle Parteien als PDF die Antworten runterladen kann, dass wir so uns die Interviews einzeln angucken. Aber das, was ich für heute erstmal vorhabe, ist, die Fragen einzeln durchzugehen, die Begründungen der Parteien zu lesen. Und dann so ein allgemeines Gefühl zu bekommen. Was sind die Antworten? Drei, Seenotrettung. Man soll eine eigene Seenotrettung im Mittelmeer aufbauen. Ja, natürlich. Ist doch ein Menschenrecht, nicht zu ertrinken, oder nicht? Ich meine, man kann ja zu den Menschenrechten stehen, wie man möchte. Ich bin da tatsächlich auch bei dem, der gesagt hat, jetzt fällt mir nicht ein, wer das gesagt hat. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das ist der, dessen Name mir immer nicht einfällt. Ein Satiriker, der sich. Satiriker ist. Der steigt gleich aus seinem Grab auf und erwürgt mich. Naja, aber er hatte so eine Art, so einen Hang dazu, Sachen mit Humor vorzutragen. Wird von ausgegangen, wie heißt der denn gleich? Ich will jetzt gucken, ob es Bentham ist. Was ich noch weiß, ich gucke jetzt nach, damit es erledigt ist. Wieso vergesse ich denn dauernd den Namen? Das ist echt schlimm. Ich weiß, und vielleicht erinnern sich manche jetzt dran, wer das ist. Der hat sich mumifizieren lassen. Und hat gesagt, oh, das scheint richtig zu sein, weil ihr gleich als erstes Utilitarismus kommt. Aber wieso habe ich denn jetzt darauf geklickt? Jeremy Bentham, können wir ganz schnell rausfinden, ob das, aber vom Foto passt das. Das ist das. Er hat gesagt, Menschenrechte sind Unfug, Nonsens auf Stelzen. Und ja, in gewisser Weise stimmt das schon. Aber wäre ein Thema für ein ganz anderes Video. Die Ukraine soll Mitglied in der EU werden. Ach, jetzt ist wieder dieses Zeugs mit in. Ich will auch gar nicht wissen, wie viel ich falsch mache durch so hin und her schieben. Wir wollten uns beeilen.
Wir hatten ja gesagt, ich habe ja gesagt, das ist. Woweg soll ich das wissen? Soweit ich weiß, sind die Fakten so, dass sie halt die Voraussetzungen erfüllt und dann warum nicht? Die Ukraine möchte das auch, soweit ich weiß. Die Fakten sind erfüllt. Es scheint sinnvoller zu sein, als den Krieg mit Russland fortzuführen, obwohl da haben wir ja keinen wirklichen Einfluss drauf. Ja. 5. Ökologische Landwirtschaft. Ich habe hier ein Ja mir aufgeschrieben. Stimmt das? Die EU soll vorrangig ökologische Landwirtschaft fördern. Stimmt, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ja gut, ich hätte gern definiert natürlich, was es ist, aber sechstens, nein, in Deutschland soll der Euro durch eine nationale Währung ersetzt werden. Der Zug ist so weit abgefahren. 7. Die EU soll den Mitgliedstaaten empfehlen, außer weiblich und männlich auch die Eintragung einer anderen Geschlechtsidentität im Pass zu ermöglichen. Ja, ich habe ja gesagt, also Tendenz ist jetzt eher nein, beziehungsweise ich hätte vielleicht das als zusätzlichen Punkt. Ja. Ich will auch da mal die Begründung lesen. Wahrscheinlich, vielleicht ist sogar neutral noch ein bisschen eher, wo ich klicken würde. Ist auf jeden Fall gar nichts, wovon ich die Wahlentscheidung abhängig machen würde. Die Frage ist vollkommen egal. Für mein Leben. Achtens, neutral. Ja, die Jagd auf Wölfe. Uff, ich hab's immer. Ich verstehe die Frage, glaube ich nicht. Eigentlich so wie die Frage gestellt ist. So wie die Frage gestellt ist, hört sich das so geframed an, als müsste man ja sagen. Als wäre alles andere unlogisch. 9. Beim Bau neuer Wohngebäude in der EU soll die Errichtung von Photovoltaikanlagen verpflichtend sein. Das ist die 9, da habe ich hier ein Ja stehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, aber ja, wir werden mal ein bisschen lesen und ich habe mich überhaupt noch darüber nachgedacht. Wie lange haben wir schon nicht, dass wir jetzt. Sind jetzt 8 Minuten. Ich glaube, ein bisschen was kann ich ja trotzdem noch erzählen. Ich hatte noch mal nachgedacht, ja, woher wissen wir das eigentlich? Also, ist jetzt auch ein Thema für ein ganz anderes Video, aber woher wissen wir eigentlich, dass die Wissenschaft. Das ist einfach eine Frage, die mir ab und zu in den Sinn kommt. Woher wissen wir eigentlich, dass die Wissenschaft nicht einfach nur eine Form der Religion ist? Also, woher wissen wir, ob die Wissenschaft ihre Autorität zu Recht hat? Und dass das nicht so ähnlich wie die Religion ein Herrschaftsinstrument und Manipulations, Werkzeug ist. Woher wissen wir das? Was macht uns da so sicher? Gibt es irgendeine Möglichkeit, das zu überprüfen oder das für uns klar zu bekommen? Aber das ist, wie gesagt, für ein anderes Video mal ein ganz interessantes Gedankenexperiment. Ich möchte ja hier auch nicht. Es hört sich ja erstmal skurril an, sich so eine Frage zu stellen. Und ich möchte jetzt ja auch keinen vor den Kopf stoßen, der das zu skurril findet. Mensch, was ist das mit mir, dass ich immer die Fragen hin und her schiebe? Die 10 habe ich ja ein Ja stehen. Mehr außenpolitische Entscheidungen der EU sollen mit Mehrheit statt einstimmig getroffen werden. Ja, wegen der Handlungsfähigkeit eben. 11. Ich habe hier Nein stehen. Nochmal vorlesen. Der Flugzeugtreibstoff Kerosin soll für Flüge in der EU steuerfrei sein. Das ist dann, glaube ich, wieder so eine Ausnahme von der Ausnahme. Die 12. Neutral. Die gemeinsame europäische Polizeibehörde Europol soll weitere Befugnisse erhalten. Ich habe überhaupt keine Ahnung von dem Thema.
13. Die EU soll länderübergreifende mehrsprachige Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stärken. Ach ja, bitte. Ich habe übrigens, bin dann gestern oder so oder vorgestern noch auf die Idee gekommen, mit ChatGPT ein Gespräch darüber zu führen. Ich habe Sprache extra auf Französisch eingestellt. Und es war schon anstrengend, aber in Ordnung. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, nochmal nach einer Satire-Sendung oder so auf Französisch zu fragen. Ich bin wieder verwiesen worden auf dieses Quotidien. Entschuldigung, ich kann das leider nicht aussprechen, vor allem wenn ich das Wort nicht sehe. Ja. Was meiner Meinung nach aber keine, wirklich nichts ist, was irgendwie in die Richtung geht. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ChatGPT zu fragen. ChatGPT soll mir mal beschreiben, wie sie denn Sendungen beschreiben würde aus anderen Ländern auf Französisch, damit ich so ein paar Wörter habe, wo man vielleicht. Und dann kam das Wort Satire und dann habe ich ChatGPT nach satirischen Fernsehsendungen gefragt und das war ergiebiger. So, also das war ein Ja. Ich finde, das wäre schön, also wirklich einfach dieses, dass wir zusammenwachsen, die Bürger. Dafür steht das für mich. Ich bin gespannt auf die Antworten der Parteien. 14. Ich habe hier Nein stehen. Verwerfen der Klimaziele. Die EU soll das Ziel verwerfen, klimaneutral zu werden. Ja, wie gesagt, das ist wieder die Frage, wo ich mir so gefragt habe, vor kurzem, die ist mit dem, was, wenn das doch. Das ist doch alles nur eine Klimareligion ist. Also aus meiner Sicht, vermute ich, keinen sachlichen Grund dafür, aber ich habe mich halt dafür entschieden, dass das für mich nicht so ist. Oder dass ich es nicht drauf ankommen lassen möchte. Also das ist ein Nein gewesen. Die 15 habe ich hier ein Ja stehen. Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament sollen die Parteien weiterhin frei entscheiden können, wie groß der Anteil der Geschlechter auf ihren Listen ist. Ich kann die These gut verstehen, aber was machst du, wenn du eine Partei hast, die einfach nur, wenn du es nicht hinkriegst, wenn dein Geschlechterverhältnis einfach anders ist als 50-50 oder theoretisch, wenn man das glaubt, so sieht, könnte man auch sagen, es soll nur ein bestimmtes Geschlecht sein. Das ist auch nicht, kommt auch nicht raus aus der Frage, aus der These, oder? Theoretisch könnte sogar sowas vorgeschlagen werden. Ich halte es halt einfach für eine Form, die Partizipation, also die Teilnahme an der Demokratie, also Teilnahme nicht als Wähler, sondern als jemand, der sich aufstellen möchte, als jemand, der eine Partei gründen möchte oder in einer Partei aktiv sein möchte. Ich halte es für eine Einschränkung dieser Teilnahmefähigkeit. Weil wenn dann deine Partei geschlechtermäßig nicht richtig unterteilt ist, ist es für dich fast unmöglich, eine entsprechende Liste aufzustellen und anzutreten. Das ist nicht richtig. Also
Bei den Wahlen sollen sie weiter frei entscheiden können, wie groß der Anteil der Geschlechter ist. Das ist, heißt, das war ein Jahr, genau. 16 habe ich hier auch ein Jahr stehen. Die EU soll Vorgaben für die Höhe der sozialen Grundsicherung in den Mitgliedstaaten machen. Ja, das ist auch so ein Wackelkandidat, aber ich hatte mich letztes Mal entschieden, Ja zu sagen. Wir wissen ja ungefähr, warum. Andererseits, ich könnte natürlich alles nochmal erzählen, dann wäre das für die Leute eine gute Zusammenfassung, die keine Lust auf das andere Video haben. Vielleicht nehme ich mir das fürs nächste Video vor. Aber erstmal gucken, wie weit wir heute kommen. 17. Betreiber sozialer Netzwerke sollen frei entscheiden dürfen, wie sie mit Desinformationen umgehen. Habe ich hier Nein stehen? Und ja, das ist ja so. Ich will keine großartigen, krassen Eingriffe, aber so ein paar Dinge sollten doch schon verpflichtend sein, weil es sonst nicht stattfindet. In der EU sollen mehr Flächen als Naturschutzgebiete ausgewiesen werden. Das müsste neutral sein. Was habe ich hier aufgeschrieben? Neutral, ja, weil ich kenne mich nicht aus. Ich weiß nicht genau, was ist ein Naturschutzgebiet. Ich weiß nicht genau, wie viele haben wir schon. Brauchen wir noch welche? Ich bin überhaupt nicht im Thema. Ich bin gespannt auf die Antworten. 19 habe ich hier ein Ja stehen. EU-Fördermittel für Mitgliedstaaten, die Regeln und Werte der EU verletzen, sollen weiterhin zurückgehalten werden. Stimme zu. Also wie gesagt, es an diesem Punkt hört sich einfach extrem logisch an, weswegen sich fast die Frage stellt, warum gibt es überhaupt die These, aber vielleicht wird uns an den Antworten klarer, warum man das vielleicht überdenken können, müssen, sollte, könnte. Und wie ich mich dann dazu verhalten möchte. 20. Waffen für die Ukraine. Ich habe erstmal Ja hingeschrieben. Ich bin auch nicht wirklich im Thema drin. Ich habe da keine Ahnung von. Ich gehe aber auch davon aus, dass es einfach. Ja. Ich bin mal auf die Antworten gespannt. 21. Senkung der Fischfangquote. Die zulässige Menge an Fischen, die EU-Gewässern gefangen werden dürfen, soll gesenkt werden. Ich habe überhaupt keinen Plan. Ich habe ja erzählt, ne, was es mit der Nahrungsmitteln in der EU ist. Frag mich nicht. Also, ich gucke da nicht durch. Ich bin mal auf die Antworten gespannt, aber sag erst einmal Nein. Wir können es ja dann immer noch korrigieren, falls wir merken, von den Antworten wir ändern unsere Meinung. Aus dem Bauch heraus. Nein. 22, hier habe ich ein Ja stehen. Einfuhrzölle auf Elektroautos aus, ja, also Einfuhrzölle auf chinesische Elektroautos sollen erhöht werden. Ja, ich finde, auf der einen Seite ist es so für mich sehr lange ein absolutes Tabu gewesen. Aber inzwischen, ich habe einfach das Gefühl, die Welt hat sich vielleicht so verändert. Vielleicht werden wir auch nur so in diese Richtung manipuliert, dass es einfach inzwischen nötig ist. Dass es einfach dazugehört. Alle machen das und darum müssen wir es leider auch machen. Darum habe ich auch ein Ja stehen. 23. Schwangerschaftsabbrüche. Die EU soll sich dafür einsetzen, dass Schwangerschaftsabbrüche in den Mitgliedstaaten straffrei ist. Ja. Es sollen wieder dauerhafte Grenzkontrollen zwischen den EU-Mitgliedstaaten stattfinden. Nein,
Habe ich hier auch ein Nein stehen? Habe ich auch ein Nein stehen? Es ist einfach der Schengen-Raum. Einer der wichtigsten Gründe oder einer der größten Vorteile, den die EU mit für die Bürger tatsächlich hatte. Und dann will man das rückgängig machen. Nein, danke. 25. Ich habe hier Nein stehen. Die Aufnahme neuer Staaten in die EU soll in allen Mitgliedstaaten durch Volksabstimmungen bestätigt werden müssen. Ich weiß nicht, was die Leute an Volksabstimmungen finden, aber das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema. Und bei diesem Thema, es sollte Richtlinien geben und es soll sich an diesen Richtlinien gehalten werden. Punkt. Das kann man nicht durch Volksabstimmung entscheiden. Sechsundzwanzig. Gentechnik veränderte Pflanzen. Ich würde so gerne überzeugt werden, dass Gentechnik nicht schlecht ist. Ich habe aber fürchterliche Angst davor. Die 27, Gewalt gegen Frauen als Asylgrund war das, oder? Ja, geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen soll europaweit als Asylgrund anerkannt werden. Ich kann mir gut vorstellen, wie das Leute triggert, dass es hier so explizit sich auf Frauen bezieht. Dann überlest es, aber es ist natürlich ein Asylgrund. Also stimme ich zu, das müsste ein Ja sein, genau. 28, ich habe hier Nein, ein Nein stehen, urheberrechtlich geschützte Werke. Ah ja, das ist das mit dem Urheberrecht. Da sehe ich bei mir auch die Möglichkeit, dass sich das vielleicht irgendwann mal meine Meinung ändert, aber zunächst eher nicht. 29. Abbau der Sanktionen gegen Russland. Ja, also nein. Es sollte eher strenger kontrolliert bzw. bestraft werden, wenn die Sanktionen, wie nennt man das, umgangen werden. Ach, Erasmus, das Thema, von dem ich 00 Ahnung habe. Das ist so krank. Ich mache den Wahl-O-Mat und ich fühle mich einfach dämlich dumm. Erst sagen die zu mir, spiel den Wahl-O-Mat, als wenn das hier irgendwie so eine Demokratiesimulation ist. Ah, oh, nein, was habe ich gesagt? Ich glaube, das muss ich rausstreichen oder es wird doch hier alles mitgeschnitten. Wird das Video nachher demonetarisiert? Jetzt ist das böse Wort gefallen. Morgen habe ich eine Hausdurchsuchung. Haha. Quatsch. War ein Scherz. Ja. Neutral. Ich habe, glaube ich, gesehen, dass versucht wird, Kontext nachzuliefern, wenn man später die Antworten sich anguckt. Ich verstehe nicht, was daran so verkehrt wäre, wenn ich den Kontext jetzt hätte. Man soll das vielleicht auch aus dem Bauch heraus beantworten. Naja, egal. Ist ja die Sache vom Wahl-O-Mat. Ich habe das Teil nicht erfunden. Ich habe da kein jetzt großes Interesse, ob das ein erfolgreiches Projekt ist oder nicht. 31 Atomkraft. Die EU soll Atomkraft weiterhin als nachhaltige Energiequelle einstufen. Das habe ich hier Nein stehen und das ist auch richtig.
Und das war der Punkt, an dem ich mich versprochen habe, wo das letzte Video drauf ganz kurz geantwortet hat. Die fünfte Republik ist die Republik, wo in Frankreich, wo, also es ist irgendwo ein Teil der französischen Seele an der Atomkraft festzuhalten, weil man das für technisch fortschrittlich hält und weil man Sorge hat, wenn man das aufgibt, dann ist man nicht mehr technologisch fortschrittlich, dann wird man wieder auf der technologischen Seite von Deutschland überflügelt und dann gibt es einen dritten Weltkrieg, weil Deutschland der Meinung ist, dass es technisch so gute Waffen hat, dass es sich mit Frankreich anlegen kann. Was war jetzt die Antwort, die ich geben wollte? Nein. Die 32 habe ich im Ja stehen. Wie ist die Frage? Die Einwanderung von Fachkräften in die EU soll vereinfacht werden. Ich weiß nicht, Migration ist doch ein ständiges Thema. Und man hört es eigentlich überall, dass es vereinfacht werden muss. Und dann scheint das ja ein Problem zu sein. Zumindest in Deutschland soll es völliges Kuddelmuddel sein, wie es auf EU-Ebene ist, weiß ich ja nicht mal genau, aber das heißt, ich muss wohl Zustimmung drücken. 33 habe ich in Ja mir notiert. Die Beteiligung außereuropäischer Investitionen an Unternehmen, das ist das gleiche wie mit den E-Autos. Wir sind irgendwie in so einer Welt inzwischen, wo wir so ein bisschen, wo es nicht mehr krank ist, wenn man paranoid ist, sondern wo es einfach überlebenswichtig ist, paranoid zu sein im globalen Zusammenhang. Wenn man ein bisschen mehr zum Beispiel darüber nachgedacht hätte, dass Putin vielleicht ein machthungriger Politiker sein könnte, wäre vielleicht die deutsche und russische Wirtschaft nicht so verwoben gewesen, beziehungsweise Energiewirtschaft. Wir sind da ja sehr auf die Nase gefallen, obwohl uns alle gewarnt haben. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich war auch eher in dieser Richtung, dass so an so etwas zu glauben, aber es hat sich ja gezeigt, dass dieses Grundvertrauen auf solche Sachen falsch war. Dass man dieses Vertrauen nicht haben darf oder zumindest, dass man damit rechnen muss, dass das Vertrauen enttäuscht werden könnte. Ich denke eigentlich immer noch, dass es grundsätzlich gut und richtig wäre, wenn man zu Kooperationen und Vertrauen global bereit ist, aber man muss halt darauf vorbereitet sein, dass irgendein Spinner gewählt wird oder sich an die Macht putscht und dass unser Partner dann irgendein Spinner ist. Oder eine Spinnerin. Was war die Antwort auf die Frage 33 dann? Ja. Stärkere Beschränkungen? Ja. Direktwahl. Achso, ja, das ist das,
ein Präsident. Ich bin mir nicht sicher, ob es gerade dieses Amt sein müsste. Präsidentin der Europäischen Kommission. Ich kann das nicht einschätzen. Aber irgendeinen Kopf. Und selbst wenn er nur repräsentative Aufgaben hätte, vielleicht sogar anfangs ausschließlich jemand, vielleicht sogar das als anfänglichen Kompromiss, jemand, der nur repräsentative Aufgaben hat, so jemanden sollte es geben, der von den Bürgern der EU direkt gewählt ist. Einfach als Bindeglied. Als Vertrauenslehrer in Anführungszeichen der EU-Bürger in der EU. Müsste auch ein Jahr sein. In der EU sollen Unternehmen mehr für den Ausstoß von CO2 zahlen müssen. Ja, soweit ich weiß, ist es einfach ja auch schon fast beschlossene Sache. Geht alles in diese Klimawandel-Diskussion rein. Ich weiß nicht, warum man da so viele Fragen braucht, die immer wieder dies abfragen. Vielleicht damit die Ergebnisse deutlicher ausfallen. Wobei ich mir im Weg ja völlig, völlig verunsichert bin, ob wir auf den richtigen Weg sind. Diese Fokussierung auf CO2, das hat mich von Anfang an skeptisch gemacht. Auch irgendwie faszinierend, dass ich das inzwischen, man könnte sagen, geschluckt habe. Aber na, weiß nicht, ob das Ganze das richtige Wort ist. Also das war dann ein Ja. Auf meinem Zettelchen steht Nein. Asylbewerberinnen und Asylbewerber sollen ihren Antrag vor Überschreiten der EU-Außengrenzen stellen müssen und dort auf das Ergebnis warten. Wir hatten das schon mal in der Diskussion. Und ich war da immer schon skeptisch, ob das überhaupt funktionieren kann. Also, wir drücken erstmal nicht zustimmen. Wir können ja noch mal gucken, was andere dazu sagen. Die nächste Frage steht hier ein Ja. Die EU soll weiterhin in gemeinsame europäische Rüstungsprojekte investieren. Ja, wie gesagt, also ich weiß nicht, ob das so in die Richtung geht, die ich mir vorstelle. Ich habe, glaube ich, gesagt, ich interpretiere das mal als ein Bekenntnis zur Europa-Armee, die vielleicht kommen sollte, eine Art europäische NATO, die dann entweder die NATO ablöst oder die NATO ersetzt oder die NATO ergänzt, je nachdem, wie wir wissen ja nicht, wie die Zukunft werden wird und wie die Zukunft der NATO überhaupt ist. Ich habe manchmal den Eindruck, die NATO könnte sich überholt haben, aber ja, aktuell ist es eigentlich keine These mehr, die man glaubwürdig vertreten kann, weil wir so ein krasses Problem haben mit einem gewissen Herrn Putin und ja, weil wir deswegen die NATO aktuell mehr denn je brauchen, vor allem weil wir noch keinen Ersatz für die NATO haben. 38 steht hier neutral. Was war denn die Frage? Jemand soll wieder was spielen. Ach, spielen. Valomat spielen wir ja schon. Alles nur ein Spiel. Das Europäische Parlament soll weiterhin eine zentrale Rolle in der EU spielen. Ah, genau, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich habe das Gefühl, ich habe nur Wörter aneinander gereiht gelesen und keinen Sinn vermittelt bekommen. Aber da das
da der Wahl-O-Mat sich ja an breite Wählerschichten, an das gesamte Wahlvolk richten soll, gehe ich mal davon aus, dass ich einfach zu blöd bin, das zu kapieren, dass es eigentlich Allgemeinbildung sein müsste. Weiter zur Auswahl der Parteien. Mal jetzt erstmal normal an. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Piraten, das hat sich nicht geändert. Tja. Wobei ich mir das irgendwie wenig vorstellen kann. Volt ist sowas, wo ich ab und zu mal drüber nachgedacht habe. Ich hatte eine Woche vorher oder so auch schon mal nochmal Wahl-O-Mat gemacht für Deutschland. Da kamen die wieder ganz oben. Warum auch immer. Vielleicht werden wir es an den Fragen sehen oder nicht sehen. Ich hatte nur den Eindruck, als ich mich so ein bisschen mit beschäftigt habe, dass es vielleicht nur eine FDP 2.0. Andererseits, ich hatte früher ja auch mal so einen Hang zur FDP. Dadurch, dass ich alle Fragen beantwortet habe, hat die AfD 10 Prozentpunkte gewonnen. Wenn ich Fragen, die ich völlig irrelevant finde, überspringe, haben wir da, glaube ich, noch mal 10% weniger gehabt. Aber wir wollen uns heute wirklich mit den Thesen beschäftigen. Weiter zum Tuning? Nein. Weiter, wo komme ich denn hier weiter? Parteienvergleich. Sind wir jetzt da, wo wir hin wollten? Nein, Begründungen. Das ist der interessante Part hier. Die Fragen, dann können wir uns die Fragen einzeln alle Begründungen durchlesen. Ich muss euch was gestehen, ich habe mir die erste Frage schon angeguckt und ich habe gedacht, wie viele Minuten haben wir jetzt überhaupt? Vielleicht kann ich mir das merken und da schon mal den ersten Zeitstempel setzen. 37 Minuten, eine halbe Minute. Ja, läuft. Nach einer Dreiviertelstunde fangen wir auch endlich an. Es sind aber auch einfach krass viele Thesen. Ja, diese These habe ich mir schon ein bisschen angeguckt und ich habe dann durch die Begründung das Gefühl gehabt, ich verstehe noch weniger. Lesen wir uns mal die Grünen durch. Die EU braucht eigene Einnahmen, um die wachsenden... Oh Gott, warum bin ich hier auf einmal so müde? Naja, ich muss nur kurz... Die EU braucht eigene Einnahmen, um die wachsenden Aufgaben auf Dauer zu finanzieren. Einnahmen, die die EU generiert, sollen dabei auch mehrheitlich in den EU-Haushalt fließen. Dabei geht es aber nicht um Steuern für Bürgerinnen, sondern vor allem um Abgaben für Unternehmen. Zum Beispiel mit einer Transaktionssteuer oder Übergewinnsteuer in ökonomischen Sondersituationen. Ja, gut. Ich glaube, das ist auch eine These, die tatsächlich schon länger durch den Raum geistert. Also es geht auf jeden Fall nicht so, wie ich letztes Mal gesagt habe, um darum, dass wir die Einnahmen woanders wieder abkapsen, dass wir nur die Einnahmen anders verteilen, sondern wir wollen auch mehr Einnahmen einnehmen, steht da. Volt ist überzeugt, dass Europa die Möglichkeit braucht, Geld aus Steuereinnahmen für den EU-Haushalt zur Verfügung zu haben. Besonders wichtig sind dabei Steuern auf Dinge und Handlungen, die dem Klima schaden, sowie sehr großes Vermögen. Wie gesagt, den ersten Satz würde ich mal streichen wollen. Also ist irgendwie nicht so ganz das, wovon ich überzeugt bin.
Der zweite Satz wiederum ist ja im Prinzip das, ja, der trifft es meiner Meinung nach. Aber das würde ich dann eher als eine lenkende Wirkung verstehen. Tierschutzpartei. Ein eigenes Steuererhebungsrecht versetzt die EU in die Lage, europäische Aufgaben effektiver und unabhängiger wahrzunehmen. Es bedeutet auch mehr Transparenz und Akzeptanz für die europäischen Haushalte. Für die europäische Haushaltspolitik. Am besten für EU-Steuern geeignet sind Steuerarten, die vornehmlich an grenzüberschreitenden Tatbeständen anknüpfen. Beispielsweise Finanztransaktionssteuer sowie Steuern auf stark umweltschädliche Mobilität. Interessant ist im Prinzip der letzte Satz quasi wieder das gleiche wie der letzte Satz bei Volt. Auch wie bei den Grünen. Jetzt weiß ich, jetzt aktuell verstehe ich gerade nicht, warum ich das nicht kapiert habe, als ich es gehört. Als ich habe ja gesagt, ich habe mir die Antworten mal kurz angeguckt. Habe ich es nicht kapiert. Vielleicht war ich da müde und erschöpft von dem langen Video. Bisher kommt mir das recht logisch vor, was ich hier lese. Welche Parteien habe ich mir denn angeguckt? Mit welchen komischen Begründungen? PDH, würden die mir auch sagen, wofür das H steht? Finde ich jetzt ein bisschen blöd, dass ich nur die Abkürzung sehe. Liebes Wahl-O-Mat-Team, falls ihr vielleicht den Wahl-O-Maten doch schöner machen wollt. Wir streben nach der Weiterentwicklung der EU zu einem föderalen Bundesstaat an. Wir streben die Weiterentwicklung der EU zu einem föderalen Bundesstaat an, der mehr auch steuerliche Kompetenzen besitzt und souverän handeln zu können. Also quasi sowas wie die USA auf EU-Ebene. Ich bin skeptisch. Ich bin skeptisch, aber wer ist denn die PDH? Also da bin ich auf jeden Fall schon mal skeptisch, kann ich so offen sagen. Weiß ich nicht, heißt das jetzt, dass wir es nicht weiterlesen sollten? Handlungsfähiger und stärker. Diese Steuern sollten aber nicht automatisch die Gesamtbelastung der Bürger erhöhen. Das ist ja der Satz, der mir eigentlich recht wichtig ist, sondern letztlich die nationalen Beiträge der Mitgliedstaaten ersetzen. Und das nennt man BNE-Eigenmittel. Wofür steht BNE auch? Jetzt fangen die auch mit den Abkürzungen an. Hatten die einen Zeichenlimit oder was? Wie bei Twitter. Ich bin ein einfacher, dummer Bürger. Jetzt geht mir doch nicht auf den Nerven mit diesen ganzen Abkürzungen. Obwohl nationale Beiträge, Beiträge national-europäisch, Eigenmittel? Ach, keine Ahnung. Ist ja auch egal. E könnte für Etat stehen, also quasi Budget. Mera 25. Ich würde auch gerne irgendwie zumindest wissen, was das bedeutet, Mera. Damit man so einen leichten Anhaltspunkt hat, wo kann man das vielleicht einordnen? Okay, das wären dann auch Vorurteile, aber. Eine vertiefte steuerpolitische Integration ist mehr als 2 Jahrzehnte nach Verwirklichung der Währungsunion längst überfällig. Das aktuelle Volumen an EU-Eigenmitteln ist verschwindend gering, verglichen mit den Steueraufkommen der Nationalstaaten. Es ist Zeit für die schrittweise Einführung einer echten Fiskalunion. Die EU soll mehr Einfluss haben.
Das beunruhigt mich jetzt. An der Frage scheint viel mehr zu hängen. Scheint was so sehr viel Grundsätzlicheres zu sein. Freie Wähler. Freie Wähler, ist das nicht. Sind das nicht die, die mit den Hubert Aiwanger? Aber die sind dann ja alle so, die haben ja irgendwie nochmal so, die sind ja irgendwie regional immer sehr verschieden. Muss ja trotzdem mal gerade schauen, ob das stimmt. Nicht, dass ich jetzt noch was Falsches sage. Ein FDP-Politiker? Was ist das denn? Wie alt ist das denn? Aber ich glaube, ich habe schon dieses, ja, ich habe schon dieses Sonnensymbol für Freie Wähler gesehen, aber warum steht hier FDP-Politiker? Okay, hier steht das nicht mehr. Oder ich finde es jetzt nicht. Aber in diesen Cache-Dateien von der Suchmaschine stand, Hubert Aiwanger ist ein FDP-Politiker. Vielleicht seine Vergangenheit? Was sagt denn Wikipedia? Oder ist FDP irgendwie eine komische Abkürzung für Freie Wähler? Ja, kann ja auch nicht sein. Wollen die mir hier aber auch nicht schnell zeigen. Aha. Aiwanger hat aus der ja Freie Wähler eine Protestpartei gemacht. Ihr Profil als Protestpartei gestärkt. Interessant, ja. Führt uns jetzt aber zu nichts. Also war die Assoziation richtig. Wir treten für eine Finanztransaktionsabgabe ein. Eine Regelung macht hier allerdings nur einen größeren in einem größeren europäischen Rahmen Sinn. Deshalb treten wir an dieser Stelle für eine europäische Transaktionsabgabe ein. Die daraus gewonnenen Einnahmen wollen wir dem EU-Haushalt als weitere Eigenmittel zuführen. Das ist auch so eine Sache. Es gibt scheinbar so zwei Arten hier mit Ja zu stimmen. Die einen, die EU wie soll ich das nennen? Die den Einfluss der EU sehr stark erweitern wollen, die das als eine Art Sprungbrett betrachten. Und dann diejenigen, denen es vor allem um die Finanztransaktionssteuer und eventuell noch die Besteuerung von klimaschädlichen Verhalten geht. Weil natürlich klimaschädliches Verhalten am besten auf einer möglichst hohen Ebene gleich geregelt wird. Wir streiten für eine europäische Finanztransaktionssteuer. Ja, scheint das dahinter zu stehen. Ich weiß, ich verstehe gerade aktuell tatsächlich nicht, warum man die Frage so gestellt hat dann. Man hat die These oder Frage hier in eins so gestellt, keiner weiß, was. Keiner kann sich vorstellen, was mit gemeint ist. Aber ich, das habe ich ja schon die ganze Zeit gesagt. Aber scheinbar ist die Finanztransaktionssteuer ein noch so
wichtiges Thema. Immer noch. Das ist ja auch, warum haben wir die nicht schon längst? Weil Müntefering die Pferde noch nicht gesattelt hat, um die Kavallerie zu schicken. Das war doch hier dasselbe Thema. Ja, das ist halt auch so eine Sache, wo es einfach nicht funktioniert, nationale Alleingänge zu machen. Sondern machst du nationale Alleingänge, erschaffst du Steueroasen. Dann gehen die Leute halt in die Steueroasen. Aber dafür ist die EU gut geeignet, halt einfach Steueroasen entgegenzuwirken. Von vornherein. Familie, wir könnten uns bei einigen Branchen eine EU-Steuer vorstellen, beispielsweise auf den internationalen Finanzmärkten. Eine einheitliche Finanztransaktionssteuer könnte anteilig den EU-Haushalt fließen und somit auch den nationalen Beitrag senken. Was mir leider jetzt leid tut, aber scheinbar haben die Ersteller von dem Wahl-O-Mat keine Ahnung, wenn die These so formulieren, statt dann eine These ganz dezidiert über die Transaktionssteuer zu stellen, aufzustellen. Das geht doch dann völlig am Thema vorbei. Letzte Generation wird bestimmt sehr auf dieses Klimagerechtigkeit eingehen. Klimaschädliches Zeug da besteuern. Steuern zu erheben ist eine Möglichkeit, sinnvolle und notwendige Investitionen in Klimaschutz und somit unsere Zukunft, diese Generation zu ermöglichen. Allerdings dürfen neue Steuern nicht dazu führen, dass Menschen, die bereits jetzt unter erhöhter Miet-, Heiz- und Lebensmittelpreisen leiden, zusätzlich zur Kasse gebeten werden. Ah, gutes Stichwort, sozial gerecht gestaltete Steuern. Wie wäre es mit einer Vermögenssteuer? Ich nehme alles zurück. Es ist gar nicht mal so doof, von diesen Wahl-O-Mat-Erstellern die Frage offen zu lassen. Weil dann ist es möglich, so etwas zu schreiben. Aufmerksam zu machen auf Dinge, die man wichtig findet. Und neue Punkte mit in die Diskussion einzubringen. Andererseits, der ganze Sinn von Wahl-O-Mat ist ja eigentlich, dass es nicht offen sein soll. Es ist ja mit voller Absicht als geschlossene Fragen gestellt. Wie soll ich das sagen? Ich weiß nicht, ob alle das kennen und ob alle dieses Konzept kennen. Für mich war das natürlich auch in der Ausbildung sehr wichtig. Es gibt in der Rhetorik geschlossene Fragen und offene Fragen. Und geschlossene Fragen sind Fragen, die eine Entscheidung abfragen. Die oft sind das Ja- oder Nein-Fragen, die also als Antwort ein Ja oder ein Nein provozieren oder erzeugen wollen. Ist auch Ja- oder Nein-Fragen ist, wenn man so geschlossene Fragen ist, wenn es so sehr, wenn klar ist, dass es noch andere Fragen außer Ja- und Nein-Fragen, wenn relativ klar ist, dass so in einem Wort vermutlich geantwortet werden kann und man aus der Frage die Absicht erkennen kann. Und hier ist es halt so gemischt. Der ganze Konzept von Wahl-O-Mat kann nur funktionieren, wenn die Thesen eigentlich so gestellt sind, dass man auch mit Ja oder Nein antworten kann,
weil das System zwingt mich ja dazu, ja oder nein oder neutral anzuklicken. Das heißt, und da, das ist eigentlich das, was so absurd ist an dieser Stelle. Die stellen hier eine ganz, ganz allgemeine These in den Raum, unter dass sich jeder etwas völlig anderes vorstellen kann. Und es ist klar, man kann auch Ja und Nein zu solchen Sachen sagen. Aber jeder stellt sich unter seinem Ja oder seinem Nein etwas völlig anderes vor. Was ja hier noch so interessant ist, hier haben jetzt sehr viele in die gleiche Richtung interpretiert, was eigentlich gut ist. Weil wir wollen ja im Prinzip, wir wollen ja, also es wäre sinnvoller, wenn es, wenn die These zu dem Konzept passen würde, dass man Ja oder Nein sagen muss. Damit die Aussagekraft des Ergebnisses am Ende wenigstens irgendwie, dann wäre die Aussagekraft am Ende größer. Ah ja, übrigens, ich habe diese Partei gefunden, die wahrscheinlich die meisten Neutrals hat, die wäre dann ganz nach oben hätte kommen müssen. Die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung. Die schreibt irgendwie bei jeder Frage, ich weiß nicht, ob wir noch eine Frage finden, wo es zufällig dann doch darum geht oder wo das ein Thema ist. Schreibt quasi bei jeder Frage, uns geht's nur darum, dass die Leute 300 Jahre alt werden. Die Frage, ob dafür Steuern erhoben werden oder nicht, spielt für uns keine Rolle. Ach, jetzt habe ich 300 gesagt, hier steht tausende Jahre. Tausende Jahre, tut mir leid. Ich denke in zu kleinen Dimensionen. Ach ja. Obwohl das ja interessant ist, ich wurde mal gefragt, ich weiß gar nicht mehr, ob das so ganz ernst gemeint war, wir hatten mal irgendwo die Diskussion, war so die Frage, willst du 120 Jahre alt werden? Und irgendwie keiner wollte das und ich habe gesagt, ja natürlich. Natürlich, die Voraussetzung ist immer, dass man gesund und fit und munter ist, aber und dann im Prinzip ist umso länger, umso besser. Aber sehen scheinbar nicht alle so. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Wollt ihr 120 Jahre alt werden? Ja, nein und bitte eine Begründung. Ich glaube, die Begründung ist das Spannendste. Aber nur, wenn ihr wollt, wenn es euch zu privat ist. Ich weiß nicht, ich denke, man hat immer zu wenig Zeit, egal wie man es anstellt. Also so aufs ganze Leben betrachtet. Das Leben ist ja nicht langweilig, also grundsätzlich. Gibt vielleicht ab und zu mal Phasen. Aber ja, schreibt gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren. Jetzt bin ich ja mal auf die Neins gespannt. Hatte ich letztes Mal nur die Neins gelesen und die haben mich so verwirrt. Fangen wir mal mit was Bekanntem an. SPD. Wir wollen die EU finanziell unabhängiger machen. Und deswegen dürfen sie keine Steuern erheben, was? Und gleichzeitig den deutschen Haushalt von Beiträgen in den europäischen Haushalt entlasten. Deshalb sind wir für die Ermöglichung neuer Eigenmittel für die EU. Also eine Steuer. Eine eigene Steuerkompetenz der EU lehnen wir ab. Jetzt weiß ich, wo die Verwirrung herkam. Wir sind für
Soziale Gerechtigkeit. Wir führen Hartz IV ein. Warum hat mich das verwirrt, dass die SPD eine verwirrende Antwort gibt? Eine eigene Steuerkompetenz der EU lehnen wir ab. Es muss der Grundsatz gelten, Einnahmen, die durch europäische Politiken entstehen, gehören in den EU-Haushalt. Dies heißt für uns jedoch nicht, dass Bürgerinnen und Bürger stärker steuerlich belastet werden sollen als heute. Kann mir das jemand auf Deutsch erklären? Das ist der Wahl-O-Mat. Das sollen auch Leute ohne Doktortitel verstehen können. Und ich fand das so sympathisch. Jetzt muss ich wieder nachgucken, ich will keinen beleidigen. Ich glaube, der Kevin Kühnert ist einer von diesen wenigen, die irgendwie dazu stehen, dass sie da das nicht haben, oder? In der CDU ist ja so ein bisschen gebräuchlicher, sich dann einen zu kaufen. Obwohl ich weiß gar nicht, ob man das auf die CDU, CSU beschränken sollte. Aber der Fall Gutenberg ging halt so krass durch die Medien. Kevin Kühnert, fehlt denen nur ein Doktortitel oder war der auch nicht studieren? Würde denn Kevin Kühnert verstehen, worum es darin geht? Kann der mir das auf Deutsch erklären, bitte? Wir gucken jetzt trotzdem kurz nach. Ich möchte ja hier keinen verleumden, bitte. Wobei ich das genauso finde, wie er es gesagt hat. Es ist so überhaupt nichts Schlimmes. Dann würden vielleicht solche Fragen nicht passieren, wenn da nicht dieser hohe Anspruch wäre, dass alles immer alles so sein muss, wie es muss oder was auch immer. Ja, wo werde ich das jetzt finden? Unter Herkunft und Privates, oder? Mhm. Okay. Ach du Scheiße. Ich habe dieses Wort nie gesagt, das sagt man nicht, ja. Ja, er hat kein Studium, er hat das Studium abgebrochen. Und sich vorher eingeklagt, den Studienplatz zu bekommen. Ich will dieser Spur jetzt nicht folgen. Ich muss nicht alles wissen, dafür habe ich keine Zeit. Ich werde eben nicht 120 Jahre alt werden. Und damit mich das genügend interessiert, müsste ich 300 mindestens werden. Ich verstehe es nicht. Kann es mir bitte jemand erklären, was das auf Deutsch bedeutet? Also Einnahmen, die durch EU-Politik entstehen, aber was soll das sein? Ach, ich kapiere den Satz nicht. Und dann führt man alles ab, was irgendwie durch EU-Politik entsteht. Wieso darf man dann nicht sagen, das soll irgendwie... Okay, das ist jetzt eine Steuereinnahme. Die EU darf die nicht einnehmen. Ist jetzt eine Steuer, die führt jede Nation für sich ein, dann ist das Geld, das entsteht durch nationale Steuern, durch EU-Gesetze, dann können die das abführen, nachdem die die Steuer eingenommen haben? Nein, ich verstehe es nicht. CDU, wir wollen das bestehende Finanzierungssystem der EU beibehalten. Gutes Stichwort. Wie ist das aktuelle Finanzierungssystem der EU? Wäre eine Sache, die ich mal recherchieren könnte, sollte. Nicht jetzt, aber irgendwann mal. Die EU,
Die EU soll sich aus den Beiträgen der Mitgliedstaaten, den Mehrwertsteueranteilen der Mitgliedstaaten sowie Zöllen finanzieren. Die Partei, ich glaube, die hatte eine witzige Antwort gegeben, ist ja klar. Der Versand, genau, das war Ironie, jetzt kommt Ironie. Gekennzeichnet durch Zwinker-Smiley. Ein Zungenbrecher als Wort, krass. Der Versand eigener Steuerbescheide ist unseres Erachtens geeignet, die Popularität der europäischen Institutionen in den Mitgliedsbevölkerungen weiter zu erhöhen. Zwinker-Smiley. Ist klar. Steuern sind unbeliebt. Das hat Reagan auch gesagt. Das erinnert mich jedes Mal an diese Geschichte. Reagan hat das eingeführt mit der... Woran man sieht, dass... Ja... Neoliberale. Steuern sind unbeliebt, hat Reagan gesagt. Darum lass uns Staatsschulden machen, statt Steuern einzunehmen. Weil es ist unbeliebt, die Ausgaben zu kürzen, wenn die Leute merken, dass man, wenn man die Steuern nicht einnimmt, dass man die Ausgaben kürzen muss. Und dass dann, keine Ahnung, man auf einmal 100 Schüler in jeder Klasse haben muss, weil man die Lehrer nicht mehr bezahlen kann. Das mögen die Leute nicht. Die Leute mögen es aber auch nicht, Steuern zu bezahlen. Also lass uns einfach auf Pump leben. Und das war mal neoliberal. Heute halten die an der schwarzen Null fest. Nehmt euch doch mal ein Beispiel an Reagan. Wobei ja Reagan auch... für Reagan war halt wichtig, einerseits natürlich, er wollte populär sein, darum musste er diesen Trick machen. Und woran er festgehalten hat, war nicht an der schwarzen Null, sondern an dem anderen, an der anderen wichtigen Sache. Wir wollen... Also die schwarze Null ist ja Steuern, die nicht eingenommen werden. Wir dürfen nur das ausgeben, was wir auch einnehmen. Und der andere Grundsatz ist, wir wollen nichts einnehmen. Die Steuern sind Raub und Steuern werden ja auch nur von den Leuten bezahlt, die überhaupt sich leisten können, Steuern zu bezahlen. Also trifft es immer die Leistungsträger. Muss abgeschafft werden. Und von den Steuern, die wir dann nicht haben, finanzieren wir die schwarze Null. Wenn man das beides kombiniert, dann kommt man in der vierten Welt raus. Hatte ich das jetzt schon vorgelesen? Wir wollen die EU soll sich aus den Beiträgen der Mitgliedstaaten, also die erklären es sogar, oder? Das Finanzierungssystem der EU, da war ich stehen geblieben. Die EU soll sich weiterhin oder soll sich aus den Beiträgen der EU-Mitgliedstaaten den Mehrwertsteueranteilen der Mitgliedstaaten sowie Zöllen finanzieren. Es gibt noch Zölle in der EU. Das ist auch so eine verwirrende Antwort. Aber ich will jetzt wissen, ist das das aktuelle Finanzierungssystem der EU? Wie funktioniert das mit den Mehrwertsteueranteilen? Wird ein bestimmter Prozentsatz von unserer Mehrwertsteuer automatisch an die EU abgeführt? Mussten wir deswegen die Mehrwertsteuer von 17% auf 19% erhöhen?
Ich will es ja nur verstehen. Da war. Diese Partei hat zu dieser These keine Begründung abgegeben. Das ist so viel besser als irgendwas zu schreiben, was kein Mensch versteht. Was sagen die Piraten dazu? Die EU hat die Möglichkeit, ihre Mitgliedstaaten durch entsprechende Richtlinien zu Investitionen zu verpflichten, die dann mit deren Steuergeldern finanziert werden. Ja, und geht das? Ah. Die halten es aber auch kurz und knapp und knackig. Da muss ich mir das jetzt zusammenbasteln. Und deshalb brauchten wir keine eigenen EU-Steuern. Die lassen mir das offen, ob das eine Begründung ist oder nicht. Die formulieren es nicht so, als sollte es eine Begründung sein. Aber dadurch, dass es da steht, ergibt sich das eigentlich aus dem Kontext. Aber vielleicht liegt man damit falsch. Ich glaube, Vegetarier, Veganer, irgendwas, ne? Drei Vs. Die Finanzierung der EU ist über die Abgaben der Länder geregelt. Diese sollen die Steuerhoheit behalten. Ja. Es ist halt. Ja. Wäre interessant, mal drüber nachzudenken. Ob das sinnvoll ist, das so beizubehalten. Oder dieses sehr gezielte Aufweichen mit, wie eigentlich hier in allen Antworten der Zustimmung drin enthalten ist, dass man nur ganz bestimmte Sachen sich darunter vorstellt. Ja, vielleicht kann man das kombinieren, dass man es für den speziellen Fall aufweicht. So, was sagt die AfD? Ach, stimmt ja. Ich habe das versucht nachzuschlagen. Königsrechte. Es gibt dieses Wort nicht, außer irgendwie, es geht tatsächlich um eine Monarchie. Scheint einfach irgendwie so eine Überhöhung zu sein. Ein Superlativ. Das Recht, Steuern zu erheben, ist eines der Königsrechte der nationalen Parlamente. Eine Steuererhebung durch die EU wäre ein Eingriff in die Souveränität. Ja, ich glaube, das soll so ein Superlativ, so ein Kunstwort Superlativ für Souveränität sein. Königsrechte wäre ein Eingriff in die Souveränität und in die demokratische Legitimität der Mitgliedstaaten, da sie weniger Gestaltungsspielraum über ihre eigenen Steuersysteme hätten. Nach Ansicht vieler Fachleute wären durch die EU erhobene Steuern auch grundgesetzwidrig. Die AfD lehnt daher jede EU-Steuer ab, einschließlich einer EU-Finanztransaktionssteuer. Das ist. Da hat der Wahl-O-Mal einfach komplett versagt. Komm. Selbst hier in einer Nein-Antwort kommt wieder die Finanztransaktionssteuer zu Wort. Die Parteien sind tiefer im Thema drin. Die wissen nämlich, worum es bei der Frage geht. Die Leute, die diesen Test ausfüllen, nicht. Das ist ungerecht. Und dann wundert man sich, wenn die Antworten nicht passen. Wobei dieser Einwand, auch wenn das hier ein bisschen lustig formuliert ist am Anfang, das ist halt genau die Sache. Ist es so eine Art Dammbruch, die Steuerhoheit abzugeben? Oder wie wurde das hier genannt? Wo habe ich das Wort gelesen? War das
CDU? Das finde ich CDU nicht. Ist CDU hier nicht dabei? Da war das doch mit diesem... Das Finanzierungssystem soll beibehalten werden. Nee, wo habe ich das gelesen? Helft mir mal auf die Sprünge. Was, FDP? Wir Freie Demokraten lehnen EU-Steuern ab, da sie zu erhöhten Abgaben für die Bürgerinnen und Bürger führen können. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war das auch meine erster Zweifel, ob man da wirklich zustimmen sollte. Bislang wird der EU-Haushalt zum größten Teil über Beiträge der Mitgliedstaaten finanziert. Diese bestehende Einnahmenquellen wollen wir erhalten. Die Zuweisung eigener Steuern an die europäische Ebene ist... An die europäische Ebene oder die Einführung von EU-Steuern lehnen wir hingegen ab. Das ist zumindest klarer. Ich glaube, das war irgendwo, wo hatten wir das gelesen? Dieses komische Verschwurbelte, dass es irgendwie so gemischt ist, das hatten wir doch irgendwo gelesen. Bei der SPD war das das? Ich glaube, das ist das, wo die das hier klarstellen, dass die das nicht toll finden, was hier die SPD geschrieben hat, dieses komisch Verschwurbelte mit dem. Einnahmen, die durch europäische Politiken entstehen, gehören in den EU-Haushalt. Ich glaube, das ist das, was hier steht, die Zuweisung eigener Steuern an die europäische Ebene lehnen wir hingegen ab. Ich glaube, hier ist so ein Widerspruch zwischen SPD und FDP. Aber ja, das meiste geht in diese Richtung. Wen wollten wir uns vielleicht doch noch auch noch angucken? Heimat, ursprünglich NPD. Die Original-AfD. Wenn die in weiten Teilen demokratisch nicht legitimierte EU Steuern erheben dürfte, wäre das ein Fass ohne Boden. Ideologische Programme, die in den Nationalstaaten nicht durchsetzbar sind, könnten dann mit dem Geld der europäischen Bürger einfach aus Brüssel diktiert werden. Das ist konsequent abzulehnen. Ja, gut. Hier war noch was, Entschuldigung, dass jetzt so durcheinander geworden ist. Nach Ansicht vieler Fachleute wäre das auch grundgesetzwidrig. Das hätte ich gern erläutert. Ist das so? Kann ja sein, dass es so ist. Müsste mal geklärt werden. Wäre dann ein wichtiger Einwand natürlich. Was sagt Wagenknecht? Das wird hier auch nicht ausformuliert. Wie soll ich das wiederfinden? Bündnis Sarah Wagenknecht. Hätte ich gerne auch dort stehen, zumindest in Klammern. Wir lehnen die Ausweitung des EU-Haushaltes, die häufig mit demokratisch kaum kontrollierten Auflagen aus Brüssel einhergeht und starke Lobbygruppen im Binnenmarkt begünstigt, ab. Stattdessen wollen wir in den Mitgliedstaaten wieder mehr haushaltspolitische Spielräume. Irgendwo habe ich grammatikalisch etwas verändert beim Lesen. Darum hört sich der Satz jetzt nicht so schön an. Stattdessen wollen wir den Mitgliedstaaten wieder mehr haushaltspolitische Spielräume übertragen. Die EU kann aber in der Koordination der Steuerpolitik, Klammer auf, Mindeststeuern für Konzerne, Finanztransaktionssteuer, nationale Vermögenssteuern. Wieder der Punkt, ne? Finanztransaktionssteuern findet statt, aber nicht in dieser These. Ich bleib dabei.
Die Macher vom Wahl-O-Mat haben hier einen Fehler gemacht. Die EU kann aber die Koordination der Steuerpolitik eine Rolle spielen. Also ich vermute, sie kann dort Standards festlegen, Grundsätze festlegen, zum Beispiel beschließen, dass eine Finanztransaktionssteuer auf nationaler Ebene umgesetzt werden sollen, müsste, sollte, könnte. Wollen wir noch irgendwas anderes lesen? Ich glaube, MLPD und DKP sind noch hier zwei Linke. Was heißt Linke? Ich weiß gar nicht, ob das nicht eine Beleidigung für Linke ist. M steht, glaube ich, für Marx. L für Lenin. P für Partei. D für Deutschland. Wie war das bei der DKB? Steht das für Deutsch, Kommunistisch, Kommunismus, Partei? Die Steuerlast für die Masse der Bevölkerung ist jetzt schon viel zu hoch. Die MLPD fordert stattdessen in ihrem Programm Senkung der Massensteuern, Abschaffung der indirekten Steuern und eine drastisch progressive Besteuerung der Großunternehmen, Großverdiener und großer Vermögen. Das hört sich nach einem sozial gerechten Steuersystem an. Also, mir fallen jetzt schon ein paar Kritikpunkte ein, aber ja, ich kann verstehen, warum man als eine Partei, die, wenn wir das mal voraussetzen wollen. Am Anfang dachte ich so, kann ich überhaupt nicht verstehen, warum möchte eine kommunistische Partei die Steuerlast erniedrigen? Wollen die nicht immer... Ja, aber hier wirklich, was hier gefordert wird, ist so eine Verschiebung der Steuern zu den Leuten, die sich Steuern besser leisten können. Das lese ich da heraus. Kann man ja von halten, was man möchte. Ja, machen wir weiter. Der Punkt ist, glaube ich, ausreichend erledigt. Jetzt sehe ich hier nicht, was meine These war. Ach, sie haben nicht zugestimmt. Das kann ich hier oben sehen. Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob ich diesen Standpunkt nicht verändern wollen würde, weil es geht ja eigentlich um die Transaktionssteuer und die fände ich sinnvoll. Die tut keinem weh, die ist... Es ist einfach so, wie ein Zaubertrick entsteht Geld. Das Geld, man nimmt da Leuten noch nicht mal was weg. Also natürlich schon, aber das ist wie eine minimal erhöhte Steuer auf Casino- und Lottogewinne. Jemand, der im Lotto gewinnt, dem ist egal, ob du denen Promille mehr wegnimmst oder nicht. Das merkt er nicht. Aber du hast das Geld. Du brauchst das Geld nicht bei jemand anders wegnehmen. Oder du hast das Geld und hast trotzdem alles andere Geld, entlastest keinen anderen. Dann hast du das Geld und kannst damit
irgendeine Aufgabe für die Gemeinschaft erfüllen. Ja, jetzt hier nicht den falschen Pfeil klicken. Ich glaube, eine These schaffen wir noch. Wie lange sind wir dran? Eine Stunde 30. Das heißt, es war jetzt noch mal eine Dreiviertelstunde. Wir haben so ein bisschen mehr verstanden, worum ging es hier eigentlich bei dieser These. Ich halte das dann jetzt so. Ich breche das jetzt ab. Also ich beende die Aufnahme, ich verabschiede mich. Nehme aber das nächste noch auf. Dann braucht ihr nicht sehen, wie ich da noch mal. Dann hat sich das gelohnt, die erste Dreiviertelstunde da durchzuklicken. Beim nächsten Mal lasse ich das vielleicht weg mit dem Durchklicken oder ich korrigiere schon die Aussagen. Das kann ich mir ja mal überlegen, wie ich das mache. Weil ich weiß nicht, ob ihr das dann jedes Mal wieder, immer wieder sehen wollt. Wenn ihr wollt, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich fände auch lustig, wenn jemand in die Kommentare schreibt, das sieht man ganz oft so bei Leuten, die viele, viele Aufrufe haben. Ich weiß gar nicht mehr, wann war es. Ab Minute 37 geht's los. So mit so einem Text, mit so einem Zeitstempel. Wenn Leute das so in die Kommentare hauen, Zeitangaben mit Zeitstempeln, macht das ruhig mal. Also, aber versucht den richtigen Zeitstempel zu erwähnen. Sonst sind die Leute enttäuscht. Ja. Aber ja, beenden wir die Aufnahme an diesem Punkt. Ich mache noch das nächste Video dann. Hatte die erste Dreiviertelstunde etwa für mich wenigstens einen Sinn, das alles durchzuklicken. Muss ich das beim nächsten Mal nochmal machen? Habe ich gar keine Lust zu. Tja. Bis zum nächsten Mal. Das war dann also, wie hieß das Thema heute? Soll die EU eigene Steuern erheben dürfen? Und eigentlich sollte die These sein, die These ist, die EU soll eigene Steuern erheben dürfen. Und eigentlich ist die These, die EU sollte eine Transaktionssteuer einführen. Das wäre irgendwie die ehrlichere These hier gewesen. Mann, Mann, Mann. Ich sag's euch wirklich, es ist so, wie es ist. Der Wahl-O-Mat hat an dieser Stelle versagt. Aber egal, es hat sich jetzt ja aufgeklärt. Ich frag mich, ob den Wahl-O-Mat alle so ernsthaft versuchen zu ergründen. Aber die meisten haben wahrscheinlich einfach irgendeinen Wissensvorsprung vor mir. Und für die sind dann die Aussagen auch einfach glasklar. Ich bin mir nicht sicher, ob das ironisch ist. Das könnt ihr, kann jeder selbst entscheiden, bevor jetzt die Frage kommt. Bis zum nächsten Mal.